So, Harry sagt Hallo und guten Abend. Wir sind unterwegs zum Essen. Wir haben alle keine Küche, da habt ihr recht. Oder wir wollen nicht kochen. Hallo Susanne. Hallo Harry. Oh, und hier ist der Horst neben mir. Der zieht richtig den Kopf ein, weil ich mit der Kamera genau im Weg bin. Hallo Harry. Und die Conny da hinten, die sucht nach dem Weg. Hola. Klaus ist auch mit dabei, der hat auch wieder Hunger. Ja, hallo Harry und liebe Harry-Freunde. So, wir fahren jetzt Richtung Ayagauris. Am Centro de Salud, genau hier rechts vorbei, die Kartbahn. Das ist der gleiche Weg wie zum Cabanita-Park. Und wo fahren wir denn hin, Conny? A la Cuevita. Was ist das? Das ist die kleine Höhle. Oh, ja. Genau gesagt. Bei der Presa von Ayagauris, also in der Nähe vom Stausee von Ayagauris. So, und das ist der gleiche Weg wie Cabanita Park, nur vorher geradeaus. Ich zeig's euch. So, und jetzt sind wir gerade am Agua Park vorbeigefahren. Und hier vorne ist die einzige Möglichkeit, jetzt in der Kurve abzubiegen, und wir müssen jetzt rechts. Steht auch das Schild Ayagauris. Und hier geht es in das Tal hinein, und jetzt geht es leicht bergauf, und 10 Minuten noch, maximal 15 Minuten und so weiter. So, wir sind angekommen, genau 20 Minuten die Fahrzeit hier im Ayagauristal, und hier wird immer noch vergrößert, das heißt, die sind noch nicht fertig hier mit dem Bauen. Parkplatz gut angekündigt, angezeigt. Hier die Straße, ich gehe hier mal außen lang. Das ist das Ayagauristal. Also ganz einfach zu finden, man kann gar nicht dran vorbeifahren. So, und hier ist noch genügend Platz, sich zu verwirklichen. Da wird noch ein Pavillon gerade gebaut. Und das ist die kleine Höhle von Ayagauris. So, mal der Blick hier in die Berge, und ihr seht bereits, hier sind die Bäume. Nicht oben am Gipfel, aber hier ein bisschen tiefer liegend. So, und da ist auch immer die Tour der Radfahrer. Hier ist immer verhältnismäßig viel Durchgangsverkehr, die dann weiterfahren. Und da wird man ganz freundlich begrüßt. Hola! Gracias! La Cuevita. Típico Canario. So, hier nochmal der Blick in die Berge. El Cocinero. Muy bien. El típico canario. So, und hier haben wir auch gleich den Koch. Tu nombre es? Paco. Paco el cocinero. Paco el cocinero. El jefe. De la cubita, jefe. Muy bien. Soy Harry de Maspalomas. Harry Maspalomas. Sí, hola. Gracias. Buenas tardes. So wird man hier begrüßt, direkt vom Es un canal alemán. Y está mucho publicidad para ese lugar. Okay. So, ich nehme gleich mal ein bisschen was auf hier. So habt ihr die Möglichkeit, gleich was zu sehen. Und Paco nimmt mich doch direkt hier an die Hand. Und er zeigt mir gleich, um was es hier geht. Una terraza. Oh.
Eine Chill-Out-Ecke, schaut euch an. Das ist schön. Con mucho luz y mando distancia. Camarero. Also hier habt ihr die Fernbedienung. Dann könnt ihr hier die Bedienung euch hier und wunderschön gemacht. Sehr schön, viel Arbeit. Ja, schön beleuchtet. Ein wunderschöner. Und hier drüben gibt es ja richtig schöne Fincas, Sonnenblumen, Früchte, Avocados, Papayas sehe ich gerade. So, und für die Technikfreaks hier ganz einfach, wenn man hier oben ist, kann man seine Musik machen, die man möchte, über sein Telefon, über sein Smartphone kriegt man den Zugang und dann kann man seine Musik hier wählen. Ja, also sehr schön und wir haben jetzt hier etwa, ich schätze mal 21, 22 Grad. Es ist ungefähr 2 Grad kühler wie in Maspalomas. Man sollte sich jetzt um die Jahreszeit eine Jacke mitbringen. So, und jetzt sind wir in der Höhle. Der Namensgeber dieses Restaurants mit alten Fotos, wunderschöner Beleuchtung, einer sehr guten Akustik hier. Ich glaube, ihr werdet es hören. Und dann von 1956. Der Presa de Ayagaubes. Also hier habt ihr richtig Historie. Und hier sitzt er wieder, unser Chef, der uns das Ganze gezeigt hat, Paco, der Koch. Und der hat mich hier richtig schön rumgeführt. Hier sind die Obras de la Presa, also das heißt die Arbeiten von dem Stausee wurden 1940 begonnen. So, also Espacio por cuánto personas? Hier 30 Personen. Also für 30 Personen ist hier Platz in dieser Höhle, wenn man mal eine Veranstaltung hat oder möchte irgend. Y la temperatura die Temperatur hier ist immer gleich, ich schätze so 23, 24 Grad. So, und hier haben wir auch den Zugang, natürlich Bar muss sein und wir werden eingeladen in die Küche und wir haben hier einen wunderschönen, oh, hier ist warm. Hier ist der Ort. ¿Cuánto temperatura son 300 grados? Tiene 300. Sí. Jetzt haben wir über 200 Grad. Hier. Caliche, chicken. Alles, was hier an Fleisch ist. Ja, so, das ist die Küche. Und jetzt geht's zurück hier über die Bar. Wieder in den Raum. Und die Toiletten. Toiletten ist immer wichtig hier. Pelay Castillo. Pelay Castillo. Ah, hier, die Fliesen sind vom besten Hersteller. Also. So, wir haben jetzt hier nochmal den Blick. Und der euch hier rumführt, du habla alemán también? No. Also er spricht kein Deutsch, aber... Typico canario. Typico canario. ¿Y cuánto año tiene? 60. Und er ist hier jeden Tag, todos los días. Todos los días, aquí abierto. Está, also 9 de la mañana, 10 de la noche. Also von 9 Uhr bis 10 por la noche, a las 10 por la. Also jeden Tag geöffnet und ihr seid immer herzlich willkommen. So, und jetzt schauen wir erstmal, was es zu essen gibt. Jetzt, so, das ist der Gruß aus der Küche, den wir bekommen haben, als Einladung, als Willkommen, als herzlich Willkommen nochmal. Ja, wir sehen Tintenfische, Kartoffeln, Salat. Hier gibt es Oliven dazu, Wein und Wasser haben wir bis jetzt. So, und hier haben wir die Gambas con Aioli, das Brot mit Juli. Und der Klaus hat wieder Käse kanarischen mit was? Mit Marmelade. Queso frito, frittierten Käse frittierten mit Marmelade. Käse. Und das Brot ist, was für ein Brot? Pan con aioli. Nein, das ist kein Pan con aioli. Hey. Doch, Pan con aioli. Ah. So, wir wünschen uns einen guten Appetit.
So, das ist die Ropa Vieja. Das heißt die alte Kleidung, Conny, oder? Alte Klamotten, ja. Alte Klamotten. Und das ist das Brot mit Tomaten, Knoblauch und Käse. Ohne Knoblauch. Ohne Knoblauch. Mhm. So, und hier haben wir ein T-Bone Steak. Das müssten mindestens 70 Gramm sein. So, und hier haben wir den Fisch à la Plancha ohne gerieben Fischfilet. Und der Klaus hat... Klaus, was hast du? Putenbrustfilet. Das ist Hähnchenbrust mit Pommes, Tomate und Peperoni. So. Tja, das sieht ja nicht klein aus. Achso, wir haben gut gegessen. Und wie viel Uhr haben wir denn jetzt eigentlich? 20:36 Uhr, also es ist noch Tageslicht. Ja, es hat alles sehr gut geschmeckt. Das ist typisch. Wir haben typisch kanarisch gegessen. Hier drüben ist es eine Privatfinca, haben wir gerade erfahren. Und hier wird noch weiter gebaut, umgebaut und für die Gäste alles hübsch und schön gemacht. Also es lohnt sich auf jeden Fall hierher zu kommen. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen nach unten. So, und das ist die Cuvita Tipico Canario mit Beleuchtung. Knapp 20 Minuten von Maspalomas entfernt. Ja, draußen sitzen, wir haben es heute lieber drin gehabt, aber hinter der Überdachung, und da sind ja auch Gasheizungen, dann könnte man auch ein bisschen nachheizen, wenn es kühl ist. Aber trotzdem sehr schön, und hier schaut euch das an, das Ambiente. Einfach mal vorbeikommen. Paco Hallo sagen, schönen Gruß vom Harry ausrichten. So, und damit sage ich Tschüss, hasta luego, bis zum nächsten Mal irgendwo anders.